What are the challenges that the architect or urban planner faces with today's digital data acquisition methods? And what does the future hold for the technology? In this conversation, Nikolaus Tschieske talks to the MOOC team about the evolution of digital data acquisition methods and the ways in which they are different from each other and how, therefore, the workflow itself has fundamentally changed. Wie bekomme ich eigentlich die Welt, die uns umgibt, in den Computer, dass ich damit arbeiten kann? Ich unterrichte ja bauenden Bestand und für mich war immer lange die Frage, wenn ich über ein historisches Gebäude irgendwo unterrichten soll oder Pläne, Entwürfe dazu machen soll, wie kriegt man eigentlich Pläne von diesem historischen Gebäude, weil meistens sind einfach gar keine da. Und dann bin ich irgendwie genau mit diesem Thema irgendwie zusammengewachsen. Früher haben wir das einfach mit Maßstab und Zollstock irgendwie aufgenommen, also einfach über Längenmessung. Und dann haben wir es uns irgendwo mit Längen und Winkeln probiert, also dass der Theodolit da noch mit ins Spiel kam. Und irgendwann sind wir dann digital geworden und da war der Tachymeter eigentlich das Mittel der Wahl, der eben digitalisiert Längen und Winkel irgendwie misst. Und die Weiterentwicklung dieses Tachymeters ist ja der Laserscanner, der sozusagen automatisiert Längen und Winkel misst von allen Punkten, die er irgendwie ermischen kann. Und der Parallelzweig dazu ist dann eben die Fotogrammetrie, wo das Ergebnis eigentlich auch Punktwolken sind, mit denen man was anfangen kann oder die man dann weiter bearbeiten muss. Die ersten Aufnahmemethoden, die waren immer irgendwie statisch und direkt. Also ich bin irgendwie vor Ort gestanden und habe dann eben auch direkt vor Ort gemessen. Und egal, ob ich die Winkel gemessen habe oder die Längen gemessen habe, ich musste immer irgendwie dastehen und messen. Und die heutigen, neueren Methoden, zum Beispiel eben diese Multi-Image-Fotogrammetrie, die kann ich ja mit der Drohne irgendwie rumfliegen. Also es geht dynamisch und eben durch den Raum fliegen, dass ich Ergebnisse irgendwie komme. Da unterscheiden sich diese Messmethoden ganz, ganz deutlich. Also ich brauche digitale Daten, geometrische Daten der Welt, die ich im Computer habe, mit denen ich dann arbeiten kann. Und diese älteren Methoden, da ist man in den Raum rein, ins Gebäude reingegangen und hat gezielt das gemessen, was man gebraucht hat. Also die Raumecken, die Fensterecken, sich überlegt, wo ich einen Schnitt durchmachen soll und genau an der Stelle, wo der Schnitt läuft, egal ob das ein horizontaler Schnitt für einen Grundriss oder ein vertikaler Schnitt für die Querschnitte oder Längsschnitte, ich habe mir vorher überlegen müssen, wo ich durchschneide, um dann genau an den Stellen zu messen, was ich eigentlich brauche. Und jetzt wieder der Schritt zu diesen neueren Messmethoden, wenn ich die Punktwolke irgendwie habe, die von Laserscanner her erstmal komplett alles messen, was im Weg rumsteht, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob ich es brauchen kann am Schluss oder nicht brauchen kann. Und ich bekomme am Ende eigentlich nur viele, viele dumme, farbige Punkte. Ja, genau. Dumm heißt deswegen, weil der eine Punkt von dem anderen nichts weiß, die bestehen in keiner Beziehung zueinander, farbig, weil sie einfach die Oberflächenfarbe abzeichnen von dem, was da ist. Und ja, ich kann mit den vielen dummen Punkten eigentlich dann weiterarbeiten. Ich muss also händisch wieder Schnitte rausarbeiten in Grundrissen, die dann selbst nachzeichnen oder aus diesen vielen Millionen zig Punkten mir eigentlich für einen Raum die 8 Punkte raussuchen, die ich eigentlich brauche. Das sind die 4 Punkte oben an der Decke und die 4 Punkte unten am Boden. Das heißt, die ganze Semantik fehlt auch. Also es ist nicht nur zu viel, sondern die Punkte sind eigentlich erstmal nur Punkte im Raum und haben gar keine Informationen, wo sie eigentlich dazugehören. Was jetzt Teil von einem Fenster oder einer Wand, einer Decke und so weiter ist. Das heißt, der Schritt zu den semantischen Modellen ist dann ein zweiter. Und beides, sowohl das Matchen von Mehrbildfotogrammetrieaufnahmen als auch das dann Verwandeln von einer Punktwolke in ein semantisches Modell, kommen ja auch Methoden aus der künstlichen Intelligenz zum Einsatz, um das zu lösen. Meistens aber bisher noch nicht so, dass man es einfach ganz der Maschine überlassen kann, oder? Ja, das ist richtig. Es ist noch was anderes. Ich nehme ja immer nur die Oberflächen auf. Ja, und alles, was zwischen den Oberflächen ist, ist ja eigentlich das, was ich in der Architektur brauche. Also die Decke mit dem Fußbodenaufbau oder den Wandaufbau mit Ziegelstein und Putz beidseitig oder was auch ich immer weiß. Ich weiß eigentlich immer nur die Oberflächen. Und eigentlich interessiert mich ja genau das, was dazwischen ist. Und genau möchte ich das, was dazwischen ist, ja abbilden. Oder vielleicht auch in ein BIM-Modell wandeln, dass ich diese geometrische Logik dieses Quaders der Wand mit Attributen versehe, ob Beton oder Ziegelstein und welchen Aufbau er irgendwie hat. Und genau das kriege ich ja nicht raus. Ich muss also immer irgendwo den zweiten Schritt machen, dass die Restflächen das sind, was ich eigentlich brauche. Die Punktwolke ist ja sowas wie ein dreidimensionales Bild. Ja. Und wir kennen ja die Unterschiede zwischen einer Pixelgrafik und einer Vektorgrafik. So. Und jetzt glaube ich ja, dass das irgendwie vernünftig ist, den Baubestand in einer relativ hohen Auflösung als Bild zu haben. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, den Baubestand als Vektorgrafik zu haben. Vektorgrafik will ich für die Dinge haben, die ich ändern will. Also wenn ich da was einbaue, ein neues Fenster, dann will ich eine Vektorgrafik haben. So, und die kann ich in die Punktwolke einmessen in ausreichender Genauigkeit. Und das ist ja eigentlich das Problem. Und das heißt, der Bestand kann Bild bleiben. Und das, was ich ändere, ist dann vektorisiert. Und das ist, glaube ich, die richtige Arbeitsweise, wie man das einjustiert. Das heißt, eine Vektorgrafik für den Bestand zu machen, sehe ich überhaupt gar keinen Bedarf für, wenn man so schöne dreidimensionale Bilder machen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da unterscheidet, dass das nicht schlecht ist, als solches ein Bild zu haben. Und man kann das halt zum Beispiel für solche quantitativen Auswertungen nur schlecht gebrauchen. Dafür braucht man Vektorgrafik. Oder wenn man ein Fenster einpassen will oder den Dachstuhl irgendwie reparieren will, dann macht man das halt mit Vektoren und nimmt die Pixel raus, die man ersetzen möchte durch den Neubau. Nimmst du die alten Pixel weg, die anderen Sachen lässt man eben so stehen, wie sie sind und zeichnet rein. Und das geht dann mit ausreichender Genauigkeit, eben auf wenige Millimeter, die man auf dem Bau hat. Zeichnet einfach rein, was man da reinsetzen will. Und dann ist alles gut. Dann stellen sich diese Fragen nicht, die ausschließlich dadurch passieren, dass man sagt, ja, wir möchten gerne eine Zeichnung von dem Altbau machen. Und das, glaube ich, ist nicht mehr nötig. Man braucht nur noch die neuen Teile zeichnen. Das ist wirklich kategorisch anders von früher. Früher konnte man konsistente dreidimensionale Bauaufnahmen nicht mit Bildern machen. Die musste man zeichnen. Und das ist ein kategorischer Unterschied. Man kann die jetzt in beliebiger Auflösung als Bild abbilden und das reicht. Eben, wie du sagst, für jede Frage. Mhm. Wenn du sagst, beliebige Auflösung, das wäre jetzt noch eine Frage an dich. Wie weit ist denn die Auflösung und die Genauigkeit jetzt ein... Ich meine, die wird immer gewissermaßen ein Thema sein, aber wie weit ist das schon standardisiert, was man da macht? Ja, ich mache das meistens über den Zeitaufwand, den man irgendwie hat, oder wie lange man in dem Objekt irgendwie sein muss. Wenn man viel Zeit hat, dann kann man die Dichte von vornherein gleich irgendwie höher einstellen. Aber wenn ich in ganz normalen Innenräumen hantiere, die irgendwie so 5 auf 5 Meter haben und vielleicht 3 Meter hoch sind, dann stelle ich den eben so ein, dass er alle 2 Zentimeter ungefähr einen Punkt macht. Das ist auch meistens ausreichend. Und die Genauigkeit hat ja irgendwo die 2 Millimeter plus minus, die drin sind. Die sind also weit genauer als das, was wir bislang immer an Vermessungen gemacht haben und wie die Baugenauigkeit irgendwie ist. Und dann braucht so ein Scanner im Innenraum irgendwo mal 6 bis 8 Minuten, je nachdem, ob du das farbig einstellst oder schwarz-weiß scannen lässt. Also je weniger Anforderungen du hast, desto schneller bist du auch durch und kannst dann bei vielen kleinen Räumen natürlich irgendwo auch runtergehen mit der Auflösung. Und wenn du das Ding von außen machst und der Abstand eben deutlich größer ist, und dann musst du den natürlich auch so einstellen, dass er die Dichte der Punkte größer macht. Und dann kann es schon sein, dass du bei außen dann auch mal eine Viertelstunde warten musst, bis ein Scan durch ist. Theoretisch könntest du das aber auch einer, wenn sie die Fluggenehmigung hat, einer Drohne übergeben. Und es gibt solche fixfertigen Lösungen auch schon? Ich bastel da immer noch schwer dran rum, weil die Drohnenpunktwolken sind ja erstmal unmaßstäbliche Punktwolken. Ich muss die immer irgendwie kalibriert kriegen und das hat noch nicht so ganz richtig funktioniert. Und ich kalibriere sie eigentlich immer an meinen Laserscan aufmaßen, weil ich weiß, der hat die 2 mm Genauigkeit und dann funktioniert das ganz, ganz gut. Und dieser Kalibrierungsschritt ist eigentlich das Schwierige dabei. Kannst du noch was zum State of the Art, was die automatische, semantische Interpretation von diesen Punktwolken angeht, sagen? Für die Raumerkennung funktioniert es schon relativ gut. Ja, aber alles andere, bei Treppen weiß ich es noch gar nicht, da habe ich noch nichts gefunden, dass die irgendwo automatisierte Treppenlogiken machen könnten und alles andere, was da so Fenster angeht oder Türgriffe und sonst was, das sind immer irgendwelche Spezialbauteile, die man selbst sich zusammensetzen muss. Wo geht denn die Entwicklung noch hin? Ich meine, das klingt jetzt so, du sagst, den einen Scanner, den man für innen und außen verwenden kann, den gibt es jetzt schon, mit denen bist du da zu Wege und kriegst da die Auflösungsgenauigkeit, die dir jederzeit reicht für alles, was du damit machen willst. Was noch feiner wäre, wäre nicht mehr sinnvoll für einen Architekturmaßstab, mehr als so diese 2 Zentimeter Rastermaß kommt einem nicht sinnvoll vor. Jetzt haben wir von den Drohnen gesprochen, die wahrscheinlich noch besser werden, dass das noch leichter ist, solche auch schwer zugängliche Objekte dann auf die Art und Weise zu vermessen, wo noch Entwicklungen vor allem zu erwarten sind. Ja, im automatischen Post-Processing ist sicher Entwicklung zu erwarten. Aber ich stehe immer wieder vor der Frage, dass mich ja eigentlich interessiert, was zwischen diesen Punktwolken ist. Das ist ja eigentlich das, was uns Architekten beschäftigt. Ist es eine Holzbalkendecke oder ist es eine Stahlbetondecke? Ich muss ja damit ganz anders umgehen, wenn ich ein Loch reinmachen will oder sonst sowas. Also muss ich immer irgendwo dieses Dazwischen ja analysieren. Ich kriege ja immer nur eine dumme Geometrie nur raus. Und eigentlich will ich ja die Tektonik von dem Gebäude rauskriegen, um damit auch weiterdenken zu können. Und das, was dazwischen, da habe ich Zweifel, ob sich sowas irgendwie entwickeln lässt oder ob man nicht immer irgendwie das Know-how braucht, um die Kreativität rauszukriegen, wo das ist. Das kann man vielleicht einem Computer noch beibringen, aber macht das Sinn? Irgendwie, oder ist es nicht vielleicht wirklich gut, dass man, also ich glaube, den Menschen, ich fände es schade, wenn man den komplett rausnimmt an der Stelle, weil wir, wenn wir mit alten Gebäuden umgehen, ja schon irgendwo ein bisschen die Atmosphäre, das Leben, das da drinnen steckt, auch mitnehmen müssen. Und ich glaube, das kriegt man nur selbst hin, ohne Maschine. Gibt es irgendwelche Verfahren, wo man quasi in das Innere auch schauen kann, an denen gearbeitet wird? Also das Ideale wäre es ja, es würde einen Computertomographen für Gebäude geben. Mhm. Ja, also dass man wenn man den Menschen in die Röhre schickt, einfach einmal das Ding da als Drohne rumfliegen lässt und dann eben auch ins Innere reingucken kann. Und dann kann ich sozusagen, wie es die mit dem Hirn machen, einmal rauf und runter scrollen und ich kriege jede Schnittebene irgendwie raus. Genau. Ja, das wäre natürlich schon schön, aber da glaube ich, müssen wir noch ein bisschen warten. Was ja erstaunlich gut funktioniert, ist dieses Zusammenfügen dieser einzelnen Scans, die von den unterschiedlichen Standorten kommen. Ja, also ich muss ja immer an 2 oder 4 Standorte, früher hat man das Ganze noch mit Referenzkugeln irgendwie gemacht, sodass man die 3 Kugeln im Raum hatte, an denen sich der orientieren konnte. Und das ist heute gar nicht mehr notwendig. Das reicht nämlich wirklich voll auf, dass er diese Raumgeometrie abgleicht und in dem einen Scan die eine Geometrie und in dem anderen die gleiche wiederfindet und das daran ausrichtet. Das funktioniert so atemberaubend gut, dass mir schon immer ganz schwindelig wird dabei. Man kann schon sagen, dass diese Digitalisierung der Welt jetzt in 3D-Daten, dass das jetzt schnell voranschreiten wird noch. Ja. Also eben, wenn man den Leuten vor 20 Jahren gesagt hätte, was da alles auf den Google Maps und so möglich geworden ist. Das ist auch ziemlich verblüffend.